Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Und zwar handelt es sich, wie ihr hier sehen könnt, um Beyond Eyes, die Geschichte eines kleinen erblindeten Mädchens, das ihr Leben nochmal ganz von neu entdeckt, könnte man sagen. Eine, glaube ich zumindest, in die Perle von Tiger and Squid und Team Digital 17, Team 17 Digital. Ich habe es leider vergessen, wir haben es gerade gesehen und werden es am Ende in den Credits nochmal sehen. Und ich würde sagen, ach so, ich habe mich nicht gespoilert, ich weiß nichts von der Geschichte, ich kenne nur den Trailer und habe ganz kurz gerade eben in den Garten geschaut, wegen den üblichen Einstellungen, ihr kennt das bereits, den Garten, den wir bereits hier auf dem Bild sehen. Aber ich würde sagen, ich spanne euch nicht mehr länger auf die Folter und wir starten einfach in ein neues Spiel. Das ist kein neues Spiel, das ist mein alter Speicherstand, deshalb machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal nicht in Kapitel 1, sondern wir gehen direkt in den Prolog. Das hatte ich bei der ersten, also ich habe schon mal versucht, das hier gerade aufzunehmen, und das hatte ich bei der ersten Variante auch. Dann habe ich einfach eigentlich den Speicherstand gelöscht und doch kommen wir wieder an diese Stelle raus. Ich starte mal den Prolog. Ja. Und da ist meine Maus im Bild, obwohl ich die extra rausgezogen habe. Es war ein herrlicher Sommertag. Sie spielte mit ihren Freunden. Ihre Sehkraft war verloren. In diesem Sommer verbrachte Ray viel Zeit im Garten, allein in ihren Gedanken versunken. Eines Tages bekam sie Besuch. Und jetzt kann ich auch schon die Kamera bewegen, beziehungsweise auch sie bewegen. Das ist die Kleine, ich würde es mal Ray aussprechen. Falls ihr wisst, wie man es anders oder eigentlich richtig ausspricht, sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Ich befürchte zwar, dass ich das Spiel am Stück durchgespielt haben werde, aber es interessiert mich trotzdem, wie man es eigentlich ausspricht. Eine kleine, süße, junge Dame, die das Augenlicht verloren hat. Und wir können jetzt mit ihr die Welt ertasten, die, wie ihr seht, noch vollkommen weiß ist. Denn sie sieht ja nichts und wir wissen auch nicht, wie es hier aussieht. Deshalb würde ich sagen, tasten wir uns mal mit ihr ganz langsam voran. Da hinten ist ein Vogel. Oh. Und hier befindet sich ein Zaun. Da scheint ein Specht zu sein, so wie der an dem Baum rumhämmert. Oh. Okay, der Zaun wird hier weiter durchgehen. Schon gesagt, ich bin nur kurz in den Garten gegangen, hier an dieser Strecke, und weiß deshalb nicht, was sich beim Rest befindet. Ich versuche, so viel wie möglich von der kleinen Welt aufzudecken. Einfach, weil es mich auch interessiert, wie es hier aussieht. Dort sehen wir schon, dass Geräusche uns anlocken und uns die Gegend, in der wir uns gerade befinden, ein bisschen leichter für die Vorstellung macht. Hier können wir nicht weiter. Oh, Gebüsch. Und wohl der Pfad, der von vorn kam? Genau.
Den gehe ich mal schnell hier ab, der Vollständigkeit halber. Damit das Gebiet hier auch sichtbar ist. Auch das. Und ich finde schon allein, wie es gemalt ist und gezeichnet ist, diese Pastellfarben so schön bunt und fröhlich, trotz dessen, was ihr halt zugestoßen ist. Und das Ding ist, das, was ihr zugestoßen ist, das kenne ich so ähnlich von meiner Nichte, die ich hier mal ganz lieb grüßen möchte. Okay, wir müssen also zur Kitty hin, die ich ganz lieb grüßen möchte, falls sie überhaupt sich dieses Let's Play anschauen wird. Sie ist mehr so der Action-Fanatiker und nicht unbedingt für solche Sachen gemacht. Das war auch Silvester vor einigen Jahren. Ich weiß leider nicht mehr, wie lange es her ist. Auf jeden Fall war sie noch sehr, sehr klein oder relativ klein. Das Paar wurde schnell zu besten Freunden. Okay, wir machen kurz trotzdem hier hin weiter. War auch ein Silvester. Und wir haben draußen, wie man das so normal macht, mit Knallern und Wunderkerzen und so weiter rumgespielt. Und da war es so, dass jemand anders, der nicht zu uns gehörte, eine Rakete... Oh, der Sommer machte dem Herbst Platz. Rays Freund hatte nun... Verdammt, ich hab's nicht gelesen. Ich war zu abgelenkt. Tut mir leid, aber ihr habt es ja bestimmt gesehen. Nanny! Hatte nun einen Namen, kann das sein? Weil sie ihn jetzt ausspricht? Und irgendwie sowas? Oh, schaut mal, der Springbrunnen. Wie hübsch. Die Wäsche dort hinten auch. Ich gehe erstmal die Strecke hier vorne ab, glaube ich, damit das Gebiet hier frei ist. Da hinten kam es her, oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Oh, hier kommt ein Beet. Da streckt sich da ist der Vogel. Da komme ich glatt ins Stottern. Wir gehen erst mal hier lang, glaube ich. Hier höre ich auch das Mauzen. Oh, wie hübsch. Bisschen mit Entengrütze voll, falls euch das was sagt. Aprilfrisch. Kann ich da durchgehen? Nein, leider nicht. Ich komme auch hier nicht vorbei. Ich finde, es sieht generell extrem krass aus, dass das hier so... Ah, hier ist ein Busch, okay. Dass das so weiß ist, einfach hinten so blank. Nani. Und man absolut keine Ahnung hat, wo man hinläuft. Hier scheint es hier nicht zu sein. Ich glaube, wir sind hier falsch. Und hier ist um die Wäsche rum auch so eine Welle. Ist das Geruch, den wir da erkennen? Ich weiß nicht genau. Oder Geräusche wie Rascheln vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Katze jetzt kommt, denn ansonsten würde ich die Geschichte einfach weiter erzählen. Komme ich hier nicht? Doch, komme ich. Und zwar hat jemand... Doch, da ist die Katze beim Vogel. Dann machen wir das doch schnell zuerst. Und dann erzähle ich danach weiter. Nanny. Ray vermisste Nanny, wenn er sie nicht besuchte. Schließlich tauchte er aber doch immer wieder auf. Nanny sieht dort sein Mittagessen am Baum, würde ich sagen. Dann schauen wir doch mal hier hinten weiter, was sich hier noch so ergibt. Oh, eine Wand, die recht plötzlich kam. Okay, hier kommen wir nicht durch, so wie das aussieht.
Deswegen gehen wir erstmal hier rum. Okay, hier bleibt alles Sand. Wie sie die Hand auch immer ausstreckt und quasi abfühlt, wo es hier lang geht und wo nicht. Okay, hier haben wir quasi unsere Grenzen erreicht. Auf jeden Fall wurde diese Rakete gestartet und flog, wie das so manchmal ist an Silvester, nicht in die Richtung, in die sie sollte. Und flog halt genau auf meine Nichte zu. Oh, hier hinten ist wieder ein Vogel. Der Winter brach herein, Nanny kam nun seltener zu Besuch. Oh, das ist nicht gut. Nanny! Nicht, dass was mit der Katze passiert. Aber sie ist hier irgendwo. Ich kann das Geräusch auch nicht genau deuten, wo sie sich befindet. Es tut mir immer so leid, wenn ich sie gegen die Wand manövriere. Es ist auch so hell, ich kann hier kaum... Das ist ein Beet und hier kommt eine Wand. Es hört sich an, als wäre sie direkt vor uns irgendwo. Also eher, Nanny hört sich nur für mich wie ein Mädchen an und nicht wie eine, wie ein Kater. Oder hinten. Ein Vogel. Nanny? Ah. Okay, wir haben hier sowas wie ein Pavillon. Aber hier ist auch direkt die Wand daneben. Kommen wir hier trotzdem durch? Aber die Katze ist hier nicht. Obwohl hier ein Vogel ist. Der auch nur immer auftaucht, wenn er singt, weil wir ihn dann wahrnehmen können. Ich finde, das ist so cool gemacht. Und ich finde es auch super, dass wir den Weg nicht verlieren. Also, dass wir quasi das, was wir schon gesehen haben, als bekannt weiterhin wahrnehmen. Okay, hier geht's nicht lang. Ich hoffe mal irgend... Da! Da gehen wir hin. Nanny! Wo ist sie? Jedes Mal, wenn Nanny den Garten verließ, fragte sich Ray besorgt, ob er jemals wiederkommen würde. No, das kann ich verstehen. Der Frühling erweckte den Garten zu neuem Leben, doch Nanny war nirgends zu finden. Oh oh. Ist sie traurig? Ja. Ich dachte am Anfang, sie friert. Aber das verstehe ich. Ich würde mich freuen, wenn sie es am Ende so rausstellt, dass Nanny vielleicht gar kein Kater ist, sondern eine Katze und deshalb hier fehlt. Sodass sie dann irgendwann im Frühjahr mit ganz vielen kleinen Baby-Nannys zurückkommt. Na, hier rum. Hier ist doch ein See oder sowas, oder? Was ist das? Eine Brücke mit Bänken? Aber um mal zur Story weiter zu erzählen, bevor ich die hier über eine komplette Folge erstrecke. Die Rakete flog auf uns zu und wir konnten halt nicht rechtzeitig weg. Sie hat mich so gestriffen, aber bei mir war es überhaupt nicht schlimm. Also kann mich da wegen nichts beschweren. Und bei ihr flog diese Rakete eben genau ins Gesicht. Und auch direkt unter ihr Auge. Also dort ist sie dann aufgekommen und zerspratzelt. Und dadurch hat sie sich komplett unterm Auge, diese ganze Fläche, die man hat hier so, also die Fläche unterm Auge, keine Ahnung, hat ihren eigenen Namen, hat sie sich alles verbrannt. Und es sah sehr schmerzhaft aus und sie hat auch
gezeigt, dass es sehr schmerzhaft ist, was ich verstehen kann. Da will ich gar nichts Lästerndes oder so darüber sagen. Aber das tat mir auch sehr leid. Wir sind dann auch sofort natürlich reingegangen, haben das sauber gemacht, gekühlt und so weiter. Sie konnte sehen. Danach sind wir zum Arzt. Aber bis auf Verbrennung, ich weiß leider nicht mehr den Grad. Aber es war auf jeden Fall auch ein relativ hoher. Bis auf Verbrennung war da nichts mehr. Also sie ist wieder gesund geworden und sie sieht auch noch. Sie ist nicht blind. Aber es war trotzdem ein großer Schock. Besonders in dem Moment, als es passierte, weil man so machtlos einfach war gegenüber dem, was passiert ist. Der Mensch, dem diese Rakete ausgeglitten ist, sagt man das so, der hat es ja auch nicht mit Absicht gemacht. Es war natürlich eine gewisse Unvorsichtigkeit. Aber der hat sich, glaube ich, genauso erschrocken, dass es passierte. Weiß ich nicht genau. Ich gehe jetzt einfach mal zurück zum Haus, weil ich nicht weiß, wo ich sonst hingehen soll. Weil wir haben den Garten eigentlich erforscht, hätte ich gedacht. Dorthin sieht es zwar recht hell aus, aber dort ist der Pavillon und sowas, dort sind wir schon gewesen. Können wir denn ins Haus hineingehen? In der Steuerung stand da, dass ich interagieren kann mit irgendwelchen Dingen. Ich weiß aber nicht mehr. Hier. Hier ist nämlich keine Steuerung für... Weiter runter, runter, runter. Keine Steuerung für den Controller angegeben. Deswegen bin ich mir nicht so sicher. Huch, so. Eventuell hätten wir vorne am Tor auch schon interagieren sollen. Ich kann mit ihr auch nicht schneller laufen als das. Aber ich finde das bei Spielen wie diesem oder Everybody's Gone to the Rapture überhaupt nicht schlimm. Ich schaue mir das wirklich furchtbar gern an. Besonders so ein schöner Garten. Im Garten pflegen ist wirklich schwer, Respekt davor. Ich habe hier ja auch mit vielen Blumen und auch Gemüse und Obst und so ein Kram. Aber das will halt alles gegossen und gepflegt werden und das ist wirklich... An schönen Tagen, wenn die Temperatur toll ist, ist das noch angenehm. Aber wenn das hier so heiß ist wie bei uns in den letzten Tagen, wo, keine Ahnung, gefühlte 60 Grad draußen in der Sonne sind, da hört's auf, angenehm zu werden. Da verflucht man den Garten. Ich zumindest. Ich versuche jetzt mal mit diesem Gartentor zu interagieren. Ah. Ray vermisste ihren Freund schmerzlich. Eines Tages beschloss sie, nach ihm zu suchen. So, und wie Rays Suche hier vor der Gartentür in der Fremde aussieht, liebe Leute, das würde ich sagen, das sehen wir nicht mehr jetzt, sondern erst in der nächsten Episode von Let's Play Beyond Ice. Bis dann. Tschüss.